Leute, willkommen zu einer Runde Jump League und ja, ihr hört es vielleicht schon direkt raus, ich bin krank. Ja, ich habe mich erkältet und das ist ziemlich blöd, aber naja, das ist nicht die Begründung, wieso auch gestern kein Video kam, weil ich denke, das werden sich jetzt viele fragen. Dazu erzähle ich gleich mehr, weil es ist was ganz Wichtiges und Interessantes in meinem Leben passiert, was ihr vielleicht schon am Titel herauslesen könnt, aber erstmal machen wir hier den Anfang. Es gibt sehr viele neue Module, 20 Stück und ja, da werden wir auf jeden Fall jetzt mal gucken, wie weit wir hier kommen und wie wir zurechtkommen. So, zack. Okay, dann das ist schon mal alles ziemlich schlecht. So. Erster Checkpoint. Gut, das kennen wir ja alles noch. Das sind noch keine neuen. Das sind recht einfache Parts auch. Zack. Okay, die brauchen wir eigentlich gar nicht. So, doch, dann würde ich sagen, lege ich einfach mal los. Also, ja, wie viele wissen, habe ich ja mein Abi gemacht und wie viele ebenfalls durch Videos wissen, so, dass ich studieren will. Und ja, das wird jetzt in naher Zukunft auch passieren. Also ich werde an der Uni Trier BWL studieren. Das steht schon fest. Und ja, ich werde auch dementsprechend nach Trier umziehen. Ich wohne momentan etwas weiter weg. Also was heißt etwas, sondern ein gutes Stückchen weiter weg. Und ich glaube, ich spiele damit so. Und von dem her werde ich, ja, hätte ich eine viel zu lange Anreise. Daher muss ich auch nach Trier umziehen, logisch. Man zieht ja auch dahin, wo man studiert meistens. Und ja, gestern war ich den ganzen Tag in Trier und habe Wohnungen besichtigt. Und ich habe eine gefunden, die mir gefallen hat. Und ja, die ist sehr klein, 20 Quadratmeter. Aber das sind die meisten Wohnungen. Also so Studentenapartments. Das heißt, die meisten, das sind eigentlich alle. Und ja, das steht zu 99% fest, dass ich die anmieten werde. Und ja, dann werde ich in den nächsten Wochen umziehen. In meine eigene Wohnung, was immer noch irgendwie mir Angst macht. Was auch cool ist, klar, aber macht mir auch Angst. Und das macht mir auch Angst, dass ich jetzt gerade da runtergeflogen bin. Ich glaube, das macht keinen Unterschied. Nee, aber trotzdem, ich mag Kettenschuhe mehr. So. Ja, ich mag mehr Bling und Kette. So. Na, boah, ich hätte gedacht, ich hätte es nicht geschafft. Wenn ich mit zu der Nase spreche, hört sich das irgendwie dann seltsam an. Nein. So ein, ja, keine Ahnung. Keine schöne Betonung. So, es tut mir auch sehr leid. Viele werden jetzt zwar sagen, ey, nimm doch Nasenspray und sowas. Aber Leute, ja, jetzt muss ich schon wieder hochziehen. Ich habe mich mit Nasenspray zugebollert. Literweise habe ich das in meine Nase getan und meine Nase wird nicht mehr frei. Das ist echt mega scheiße. Und ich verkacke auch komplett momentan. Trotzdem bin ich hier recht weit. Okay, oh Gott. Oh, das wird hier nicht einfacher. What the fuck, wie soll man das schaffen? Hier drauf, von da unten wird man auf keinen Fall da drauf können. Logisch, also muss ich von hier oben da drauf. Okay, oh lol, das war so recht easy. Oh, das ist nice. Oh. Das habe ich jetzt mit Abstand die beste Truhe. So, dann müssen wir jetzt hier rüber. Tjök. Okay. So. Ist jetzt auch gleich gepackt. Nächster Checkpoint. Ja, gut, nice. Und ja, also inwiefern, das habe ich schon mal in einem Video gesagt. Das ist jetzt ein Monat her oder zwei, weiß ich nicht. Inwiefern wird das Studium YouTube beeinflussen? Gar nicht, im Gegenteil sogar. Also, momentan, wie es ausschaut, ja, wird YouTube einen Teil meines Studiums finanzieren, wirklich. Also, so wird das wirklich sein, also soweit es möglich ist. Und von dem her werde ich YouTube bestimmt nicht aufhören. Also, das war meine Leidenschaft, ist das seit mehreren Jahren. Ich mache jetzt viereinhalb Jahre lang aktiv YouTube, aktiv. Das heißt, seit viereinhalb Jahren lade jeden Tag mit ein paar Ausnahmen ein Video hoch. Also, führt euch das mal vor Augen. Dementsprechend hat auch mein Channel, ja, über 4000 Videos online, über 1000 Videos online. Viele sind ja mittlerweile auch sogar auf privat gestellt. Ja, von dem her, so, wie kommt man da jetzt weiter? Ich glaube, da muss ich ein bisschen an der Kante abspringen, jo. Gibt es da noch einen Chest irgendwo? Keine Ahnung, ich keine Ver... jo, die ist recht weg. Okay. Gut, dann haben wir das auch geschafft. Ich finde das gar nicht hier hart. Und der Sat-Part, der ist mega easy, finde ich. So, rüber. Und ja, daher werde ich YouTube so weit weitermachen, wie ich immer kann, neben meinem Studium. Oh, das war jetzt behindert. Ich habe sehr viel Spaß an YouTube. Ich kann damit mein Studium zum Teil finanzieren, komplett leider nicht. Aber das verlange ich auch nicht. Und ja, von dem her, einer der Gründe, wieso ich auch aktiv streamen werde. Ich war nie ein sonderlich aktiver Streamer, weil, ja, irgendwie ein bisschen mir die Zeit dazu auch gefehlt hat.
Und ja, ich habe ja trotzdem. Mit der Zeit lang habe ich ja in den Sommerferien habe ich eigentlich immer recht oft gestreamt, teilweise jeden Abend. Wieso fehle ich jetzt hier? Habe eben schon gesagt, der Part ist einfach und dann noob ich hier rum. Okay, so. Und ja, daher, wie gesagt, der 24-Stunden-Stream wird bald kommen. Habe ich schon mal gesagt, es kommt bald ein Video dazu. Denn ich habe es nach so langer Zeit hinbekommen, ich werde Twitch boah, Mann, hier, bin ich behindert? Das ist so einfache Jumps und ich fail hier. So, jetzt muss ich mich mal kurz, ich konzentriere mich kurz. Ich sag kurz, ich werde Twitch-Partner, demnächst. Und dann wird es den 24-Stunden-Stream geben. Das heißt, ich kündige den rechtzeitig an, haben viele drum gebeten. Das heißt, sogar 4-5 Tage vorher, damit jeder sich auch darauf einrichten kann. Wird natürlich am Wochenende sein. Boah, Alter, das gibt's doch nicht. Wer ist jetzt mein Server in Game Mode 1? So, nein, das würde ich auf meinem Server niemals tun. Nee, also, Serial Raid-Checking, also... Ich troll dann nicht, außer ich spiele gegen Teammitglieder von mir selber. Dann gehe ich ganz oft kaputt und zerstöre alles von denen. Teammitglieder dürfen noch nicht gegen mich gewinnen. So, eigentlich muss ich meine Nase putzen, weil die läuft krass. Aber in der Aufnahme ist das einfach mega uncool. Noch uncooler ist aber eine zur Nase. Ja, was tun wir? Eigentlich will ich meine Nase putzen. Das ist irgendwie, ja, wir gucken mal. Ich muss darüber, wie ätzend. Oh, die Jumps ringen auf, aber machbar. So, das Modul kenne ich hier komplett nicht. Oh Gott, schon wieder so ein Jump. Okay. Jo. Enchantment Table ist zwar ganz nett, aber ohne Battles. Ja komm, das machen wir jetzt hier noch fertig. Wenn ich jetzt hier runterfalle, dann würde ich ragen. Okay. Wahrscheinlich alle immer, wenn ich sowas sage, dann hoffen alle, bitte fall runter, bitte fall runter. Okay, wie krass schwer ist das hier? Geht sogar ziemlich klar. Das ist ja sogar easy. Ja, sorry. Ich, wie gesagt, ich bin krank. Ah! Oh, boah, meine Nase läuft. Leute, ich muss kurz Cut machen. Ja, willkommen zurück. So, ich muss gucken, ob ich aufnehme. Ja, ein paar Sekunden verschwendet. Aber das ist mir sowas von egal. Meine Nase lief, Leute, Alter. Ich bin so glücklich, dass ich die putzen konnte. So. Zack. Zack. So. Und ja, soweit habe ich dann alles gesagt. Dann, ach genau, ich wollte noch eine lustige Story erzählen. Also, oh, als ich auf dem Weg war nach Trier, mussten wir kurz anhalten. Wegen was, also in so einem kleinen Kaff, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Ne, weiß ich gar nicht mehr. Weilers, Wist oder keine Ahnung, sowas. Irgendein Kaff, also wirklich Kaff. Und auf jeden Fall waren wir dann da Brötchen holen morgens. Und auf jeden Fall guckt es, da sitzt halt, gar nicht, wie gesagt, gar nicht so, aber sitzt da so ein Junge, guckt mich so an, mit so großen Augen, weiß. Sagt dann das so zu mir so richtig, so weiß. Und ich dann so, ja, den so, oh, und sowas hat er dann, ich glaube, das war seine Schwester, ein Bild mit mir gemacht und sowas, fand ich mega süß und cool. Also, an so einem Ort wurde ich bis jetzt noch nicht erkannt, aber ich muss sagen, dass ich jetzt seit Varo deutlich öfters erkannt werde. Also, besonders, ja, logisch, ich hab da ja auch Facecam gemacht. So, ich glaube, ich pack das nicht. Logisch, schade. Ja, kann ich nichts machen, aber das Equipment geht trotzdem vollkommen klar. Erstmal muss ich gucken, was ich craften kann. Gar nichts. War auch klar. Doch? Nee, gar nicht. Mir fehlt alles zu craften. So, dann wollen wir erstmal ein bisschen den Dude hier schnetzeln. Ja, das war eine krasse Kombo. Den wollte ich nicht hinsetzen. Essen haben wir mega scheiße wenig. Geil, müssen wir bald einen töten und da ihn looten. Okay. Rennen wir mal rüber. Zack, zack, zack. Ja, ich möchte auch auf keinen Fall unmotiviert bei dem Raid hier rüberkommen, aber ich habe ein bisschen Halsschmerzen und generell alles. Ich habe auf jeden Fall Bock gehabt, auch aufzunehmen. Weil, ja, aufnehmen macht mir eigentlich immer Bock. Aber, ja, bin halt ein bisschen krank. Im Kopf. Okay. Abstauber. Jo. Okay. Muss ich den nicht hier? Abstauben. Tu ich gern. Ja, mache ich wirklich gern. Abstauben ist immer easy kill. Bei Varo ist ja auch alles abgestaubt, ne? Kein einziger Kill war bei Varo abgestaubt, wenn man genau es genau nimmt. Nee. Essen. Oh Gott. Ja. Ja. War geplant. Ich wollte ihn auch ein bisschen noch eine Chance lassen. Du, Dude, bist meiner. Warte. Ja. Alter, ich merke wirklich, wenn man krank ist, spielt man tausendmal schlechter. Wirklich tausendmal. Das ist richtig krass. Boah, ich kam auch nicht weg von dem Typen. Der hat mich einfach gehabt. Also, keine Ahnung. Normalerweise entkommt man ja, ich hätte gerne mit dem Bogen. Den werde ich mir dafür holen.
Yo. Geh weg. Lol, Spawn-Trapping auf höchstem Niveau. Boah, der Lowground hat da gar keine Chance. So, dann haben wir den auch. Okay, ich konnte leider nichts so krass looten. Ne. Okay, wie viel leben noch? Drei andere. Ne, guck ihn wie mal. Ich will die auch tüten. So, ja, wie immer bei jedem Video, ich bitte euch ein paar Vorschläge noch zu machen. Welchen Game wollte ich als nächstes spielen sollen? Jetzt hier war Jump League, hatten sich ganz viele gewünscht. Das muss ich mal am Anfang des Videos mir angewöhnen, das zu sagen. Jump League habe ich gewählt, weil, ja, sich, wie gesagt, in den Kommentaren sehr viele gewünscht hatten. Und, ja, wie gesagt, schreibt da ein bisschen mal, welchen Game Mode Server dazu. Boah, bin ich weggekommen und hab GG. Ja, oh, geil, ich hab mal Achievement. So, und ja, das wäre die Runde Jump League. Und jetzt habe ich ganz oft unten hintereinander gesagt. Und das wäre jetzt extra. Also, demnächst wird ein neues Projekt starten. Demnächst, also es steht eins fix fest. Und das kommt in circa, boah, gar nicht mehr lange, ein bisschen mehr als einen Monat. Davor möchte ich eigentlich noch ein anderes machen. Mal gucken, ob wir das irgendwie, weil das werde ich nicht allein natürlich machen, noch davor organisiert bekommen. Das wird ein bisschen kleiner sein, aber nicht schlechter deswegen. Also es wird weniger Folgen haben. Aber es wird ein mega geiles Projekt trotzdem sein, wenn wir es so hinbekommen. Und ja, sonst, viele können sich vielleicht schon denken, was das nächste Projekt sein wird. Ich habe schon sehr viele Andeutungen auf Twitter geschrieben. Ein gewisser alter Kollege von mir hat ebenfalls ein paar Andeutungen gemacht. Und viele haben sich schon gedacht, also mehr möchte ich sagen, wie gesagt, die Twitter-Leute haben immer einen Vorteil. So, und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüss, würde mich wie immer über eine positive Bewertung freuen. Nicht wie beim letzten Video toll, weil das ist irgendwie so ein bisschen, kommt das darüber. Leute, bitte, Bewertung, sonst weine ich. Ich meine wirklich.